Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Asreiter. Wir sind gerade in Staffel Nummer 3 von Simotrans mit dem Comicpack Version 0.6. Wir starten neu, weil wir in der letzten Staffel bankrott gegangen sind. Da haben wir uns wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt und jetzt habe ich eine neue Welt generiert. Wir haben da so ein paar Einstellungen noch geändert, die wir dann im Chat auch, beziehungsweise in den Kommentaren, haben wir die ja behandelt. Overcrowding und so weiter, Void und wie es alle heißt da, das habe ich jetzt hoffentlich passend eingestellt und habe die Welt generiert, so dass sie mir gefällt und wollen nach dem Intro gleich gucken, wie sie aussieht. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, da sind wir jetzt. Hier sieht man eine schicke Landstraße. Hier ist der See. Hier werden wir mal irgendwann unseren Firmensitz bestimmt hinstellen. Aber wir gucken erstmal auf die Karte, damit ihr seht, wie sie aussieht. Karte ist ja gleich geblieben. Nur das Einzige, was sich jetzt geändert hat, sind so die Städte, wo die liegen. Weil wenn man neu anfängt, geht es ja neu los. Ich habe extra geschaut, dass ich auf jeden Fall hier oben in diesem Landmasse eine Stadt habe. Hier eine Stadt habe, Lippstadt hier, da auf der Insel auch eine, hier eine. Dort sind sogar 3 geworden oder waren es 4? Muss ich gerade runterscrollen? Ne, 4 sogar. Und auf der Hauptmasse sind auch welche. Schön wäre es gewesen, wenn hier noch eine gewesen wäre. Ist jetzt aber nicht. Aber unser Hauptnetz liegt jetzt hier so. Es ist nur die Frage, wo ist die Basis? Also hier ist ja eine Kreuzung und da ist eine Kreuzung. 1, 2, 3, 1. Und wenn wir nach Neubrandenburg gehen, haben wir hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ich glaube, Neubrandenburg werden wir unser Zentrum jetzt sozusagen nehmen, weil da ist ordentlich was am Rande. Da machen wir hier unser Depot hin, wo die Kutschen dann rauslaufen. Ja, es waren ein paar Fragen ja aufgekommen, wie wir starten. Ich habe jetzt leider hier... Warte mal, läuft das noch? Nee, läuft nicht. Ich kann es schon mal laufen lassen. Es ist so 18:36. Ich möchte gerne schon diese Timeline benutzen, wo die Sachen erst kommen. Es ist schöner sicherlich, wenn man nicht mit diesen kleinen Kutschen erst anfängt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe Bits per Manns, habe ich glaube ein bisschen hochgesetzt. Ich hoffe, das war der richtige Weg. Ich glaube, das läuft dadurch die Zeit ein bisschen schneller. Dann kommen wir da auch schneller hin. Ne? Da wisst ihr schon mal Bescheid. Also hier werden wir jetzt schauen, dass wir hier unser Depot aufbauen und gucken, dass wir da weiterkommen. Ist nur die Frage, wo das Depot hinkommt. Ich denke mal, hier ist eine ganz nette Stelle eigentlich. Legen wir mal los. Wir brauchen eine kleine Straße. Können das Depot auch hier oben auf dieser einsamen Insel machen. Weil wenn die Stadt Neubrandenburg nachher wächst, ne? Gucken wir nochmal auf die Karte. Die ist so... Das, diese Stelle wird bestimmt nicht irgendwo im Weg sein für, sag schon, irgendwelche Zuglinien oder so, weil da müssen wir das erst zumachen, die fahren bestimmt daneben her. Gut, da haben wir das schon mal geschafft. Jetzt fangen wir an, wir nehmen immer Postkasten gleich mit rein. Neubrandenburg. Ah, okay, WASD nehmen wir besser, ne? Wie immer so schwierig, ja, hier kommt eine Haltestelle hin. Und da kommt eine Haltestelle hin. Und diesmal werden wir dann gucken, dass die erstmal da losmarschieren. Da hatten wir ja schon. Dann gehen wir hier rechts hin. Nach Köln ist das nächste halt. Dann machen wir so, egal. Hier haben wir noch Jena als Halt. Und hier unten ist noch um die Ecke gefahren Königsbrunn. So, da haben wir jetzt schon mal ein paar Linien, die wir einrichten können. Gehen wir mal hier auf dieses Tool. Ich glaube, das können wir erstmal schließen. Wir gehen hier hin, machen eine neue Linie. Und dann ist das Regionalbus. Ach shit, jetzt ist das so. Kriegen wir die beiden Fenster verschoben? Ja. Regionalbus. Aachen. Bad Mergentheim. Haben wir. Linie hinzufügen wäre also von da nach da. Passt. Sollte funktionieren, oder? Und
hier müssen wir noch ein Enter drücken, damit das umbenannt ist. Passt. Ich glaube, jetzt ist es da drin. Ja. Dann die neue Linie ist zweite Linie, ist dann Regionalbus Aachen-Neubrandenburg. Da war schon wieder ein Tippfehler. Neubrandenburg. Halt ist eigentlich besser hier zuerst, ne? Und dann da. Und dann müssen wir hier nochmal rein zum Enter drücken, weil sonst übernimmt er das nicht. Hat er gemacht. Passt. Nächste Linie ist dann ein bisschen weiter hier rechts nach Köln dann. Neubrandenburg-Köln. Neue Linie ist Regionalbus Köln. Ja, schreibe es mit OE. Ich weiß nicht mehr, wo nachher der Fehler war, aber ich meine, es gäbe nachher einen Fehler, oder? Irgendwo gab es doch Anzeigefehler dafür, ne? So. Ja, ist trotzdem erst da. Vielleicht hält er dann auch da an, dann passt das, ne? So, fertig. Danach, nächste Linie ist Köln nach Jena. Jena nach Köln. Und dann ist das den hinzufügen und den hinzufügen. Passt. Fertig. Und dann haben wir noch einmal Jena nach Königsbrunn. Regionalbus Jena Königsbrunn. Brunnen mit Doppel-N, ne, oder? Ja. Hat er nicht so wirklich übernommen da oben, ne? So, und dann von da nach da. Passt. Linie ist auch fertig. So, jetzt zurück nach Neubrandenburg zu unserem schicken Depot. Und dann brauchen wir Kutschen da drauf, ne? 25 ist die schnellere Alternative, die wir natürlich so nehmen. Und das war dann auch die zweite Kutsche, die da auch passt. Da geht's nach Aachen. Und einfach starten. Dann die nächste ist die mit der. Zweite ist diese hier, Neubrandenburg. Einfach starten. Dann gehen wir zur nächsten, die mit dem und einfach die nächste hier Linie nehmen, passt schon, oder? Starten. Dann wieder diese Pferdchen mit der Kutsche. Alle Linien, die noch schwarz sind, sind noch nicht bedient, ne? Dann passt das ja wohl. Die Pferdchen mit der Kutsche. Und Köln-Neubrandenburg. Und starten. Nochmal die Pferde hier. Mit der Kutsche. Und wir haben schon alle? Oh ja, wir haben schon alle. Ich dachte, wir wären noch nicht so weit. Okay, dann bleibt die da noch stehen. Kriegen wir gleich auch noch hin. So, die sind schon mal alle irgendwie unterwegs. Das heißt, wir können jetzt noch mal hier in Gütersloh eine Bushaltestelle setzen. Diese machen wir dahin. Und dann machen wir da eine neue Linie. Und zwar Gütersloh nach Neubrandenburg. Und die dann nennen wir um.
Neubrandenburg, Schuss. Fertig. Und dann müssen wir hier rein und die kommt dann da drauf. Und starten wir auch. So, jetzt haben wir hier so eine kleine Geschichte fertig. Die erste fährt hier schon mit 0 Passagiere. Das ist schon mal schlecht. Stehen denn schon mal welche hier? Ach im Rathaus. Warte mal, wenn die nach Ach im Rathaus wollen, ne? Dann sollten wir den doch jetzt erstmal noch den Fahrplan nochmal ändern, oder? Ah ne, der fährt nach. Ja, das war schon richtig. Den lass mal so. Das ist die falsche Kutsche. Die andere Kutsche, die da kommt, die zweite könnte das vielleicht sein. Weiß ich jetzt nicht. Ach, im Neubrandenburg. Ne, diese hier ist es. Da müssen wir aufpassen, dass die nicht gleich erst abbiegt, sondern dass die erst hier reinfährt, ne? Ach, im Rathaus. Ja. Kommt auch dahin und ist gleich voll, oder? Sehr schön. 3, 4, 5, ach, da passen 6 rein sogar. Sehr gut. Dann ist das leer. Okay, dann macht die schon richtig Geld gleich. Das ist auch cool. Hier steht niemand, noch besser. So, jetzt können wir mal gerade gucken. Steht hier schon jemand? Oh, da stehen auch, guck, gerade schon 6 dazugekommen. Sehr cool. Und die fährt auch in die Richtung zuerst. Ja, auch gut. Gut, dann haben wir das schon abgedeckt. Ja, jetzt müssten wir hier unten noch weiter schauen. Nach Bad Zwischenahn, nach Gütersloh müssen wir. Und Lüneburg nach Gütersloh. Und zwischen, nee, 2 Brücken nach Lüneburg. Da kann man hier noch die mitnehmen. Weil die direkt da dran liegen, ne? Okay, da sind wir schon mal ein klein bisschen unterwegs jetzt. Jetzt können wir hier mal sofort eine Liste aufmachen mit Haltestellen und wartenden Gästen. Das interessiert uns da jetzt. Die Richtung, das heißt, wir haben schon Achim, Rathaus warten schon 12 Gäste. Wow. 9 wollen nach Brandenburg zurück und 3 wollen weiterfahren. Also die 3 passt, da haben wir eine Kutsche drauf, aber die andere ist ja schon wieder mit 2 Kutschen zu machen dann. Neubrandenburg, Rathaus müssten wir, Achim, Neubrandenburg, Rathaus müssten wir eigentlich schon eine zweite Kutsche dann drauf machen, ne? Was steht hier? Da wollen auch schon 3 nach Achim, also machen wir das. Die mit der und Achim Neubrandenburg ist der und starten. Haben wir schon. So, Jena, wer fährt von Jena nach wo? Jena, Köln 6, das ist eine Kutsche und das ist die andere Kutsche, passt. Können wir so lassen. Hier stehen 12. Achim. Oh. Von da hinten wollen schon 6 12 weg. Das heißt, da muss auch schon eine zweite Kutsche drauf. Gut, machen wir das. Die schnellen Pferde mit der schnellen Kutsche. Und das ist Achim Bad Bentheim oder Bad Mergenheim. Und starten. Das sind schon mal 12, die dann da fahren können. Dann passt das erstmal. Sehr gut. Ja, die sind ja auch lange unterwegs. Das wird schon werden. So, hier oben sind jetzt schon Achim 15, 12, 12. Gütersloh stehen 9. Die wollen nach Brandenburg. Da haben wir schon eine Kutsche drauf. Lassen wir so, obwohl das schon wieder der zweite wäre, die geht. Und hier haben wir noch 6 Jena und über Jena Rathaus. Dann passt das schon von Königsbrunn aus. Die wollen auch schon weiterfahren. Aber Gütersloh könnte man jetzt tatsächlich, weil da schon 3 sind. Und die fährt dann. Ja, ich würde sagen, da machen wir auch schon eine hin, weil das wird sowieso später so sein, ne? Dass da mehr fahren müssen, denke ich. Gütersloh, Neubrandenburg und starten. Stehen denn hier schon welche für Gütersloh? Ne, nur für Achim, okay. Da fahren jetzt keine nach Gütersloh, weil der vielleicht schon überfüllt ist, der die Bushaltestelle. Nein, ist es nicht, weil passen ja 32 hin. Ups, da ist er schon offen.
Ne, 25 passen dahin, okay. Das wird schon werden, denke ich. Nach ihm stehen schon wieder so viele Leute. Ne? Ach, ist offen hier rechts. 12 nach Neubrandenburg, 6 nach Mergentheim, okay. Ja, müssen wir gucken, wie es wird. Ist das schon eine, die nach Neubrandenburg zurückfährt hier, die Kutsche? Nee, die fährt durch. Ich hoffe, die hält hier an. Da gibt es auch schon welche nach Bad Mergentheim, okay. Ja, Fahrziel ist Achim Rathaus, der ist jetzt gleich da, nimmt die ersten 6 mit, dann ist das schon mal geklärt. Ja, Achim wird wahrscheinlich auch der Ort sein, der vielleicht der Hafen sein wird, ne? Um weiter zu schiffen. Also hier werden wir hier irgendwo einen Hafen machen und dann werden wir andere Inseln, Kontinente in Anführungsstrichen abfertigen dann. So, hier Achim, Bad Mergentheim, der fährt weiter, hat 6 drin, das ist schon mal gut. Das geht. Jo, und dann würde ich auch sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.